Bonsoir, bonjour oder welche Tageszeit auch immer ihr habt. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ori and the Will of the Wisps. Ich bin der Nike. Im letzten Part haben wir das letzte Irrlicht gefunden und einen riesigen Dune-Sandwurm besiegt. Und jetzt geht es rauf auf den Trauerkamm, denn dort wird unsere Geschichte zu Ende gehen. Nicht in diesem Part, das kann ich euch versichern. Wir gehen hier nur einmal kurz rein, denn hier bekommen wir noch etwas. Was brauchen wir denn für die 100%? Denn der Trauerkamm ist tatsächlich relativ klein. Den kann man mal eben so machen. Oh! Okay, da unten geht's nicht lang. Merken. Hier haben wir so einen kleinen Aufzug. Ach du Scheiße. Ja. Okay, es sieht so aus, als würde hier gekämpft werden, ja. Machen wir das schnell. Aua! Oh Gott, du hast sogar Schockwellen im Arsch. Okay. Na dann los. Kommt her, Bros. So ein bisschen wie bei Mario auf diesem Floß. Sobald einer draufkommt, geht es nicht weiter. Oh, der hat ein Schild. Ach du Scheiße. Als ob der noch nicht tot war, was? So. War's das? Oder kommt noch mehr? Ne, das scheint es gewesen zu sein. Oder? Ah, okay, okay. Ich, ja. Ja, bleibst du da? Ja, okay. Ja, da unten könnte jetzt noch was sein. Das will ich natürlich sehr gerne sehen. Das ist auf der Seite hier. Müssen wir einmal uns teleporten. Na, das da sieht auch wie der Tod aus, da unten. Ja, das ist der Tod, okay. Dann ist hier wohl nichts mehr. Dann geht es für uns hier rechts weiter. Oh ja, genau. Ich vergaß, die Dinger darf man nicht schlagen. So, und hier müssen wir jetzt nochmal gucken. Hier haben wir wieder ganz viele... Ach du Scheiße. Ganz viele Teleporter. Oh, was bist du denn? Nein, lass mich bitte in Ruhe. Ah! Nein! Oh! Muss ich hier lang? Wo führst du mich hin? Du führst mich nach da oben. Oh, da komme ich jetzt gerade nicht rein. Ah, oh, jetzt bin ich tot. Oder? Ah, nee. Ah, warte mal. Komm mal her, Bro. Schieß mal was. Nee, jetzt macht er wieder seinen Laser. Okay. Dann wohl nicht. Da kommen wir auch nicht rein. Aha, aber hier unten sind wir richtig. Denn hier, meine Damen und Herren, gibt es die allerletzte Fähigkeit. Also noch einmal diesen wunderschönen Soundtrack genießen. Denn jetzt haben wir das Starten gelernt. Halte LT gedrückt, um sie zuzuweisen, und starte in jede beliebige Richtung durch. Ja, das ist das, was uns noch gefehlt hat, das Starten. Jetzt können wir uns einfach, ihr seht es schon, wir können einfach mal random in jede mögliche Richtung jetzt hier losdüsen. Das ist echt entspannt. Und wir erkunden natürlich erstmal, was da oben war. Jetzt, wo wir die Möglichkeit dazu haben. Da, hier geht es auch noch irgendwo hin. Ja, mal gucken. Ja. Und das kann man sogar tatsächlich, schaut es euch an, man kann es sogar jederzeit in der Luft machen. Also starten ist absolut okay. Aber deswegen kriegt man das ja auch erst ganz am Ende. So, was haben wir hier noch? Ein Gorlek-Erz. Das ist doch schön. Und da rechts gucken wir natürlich auch noch, was da abgeht. Da dürfte es ja weitergehen. Es ist so entspannt, Leute. Ich glaube, man muss nur einmal zwischendurch an der Wand gewesen sein. Dann kann man immer starten. Ah ne, hier ist nur noch Geisterlicht. Ja, und das war's. Okay. Also wie gesagt, der Trauerkamm ist sehr kurz. Der ist eigentlich nur dazu da, dass man das Starten kriegt. Aua. Ey. Aua, lass mich bitte hier wegstarten. Danke. Ja, das ist echt okay. Das Teil ist echt okay, aber es ist auch einfach geil, hier so ein bisschen durchzustarten.
So, hier werden wir... Gehen wir auch noch mal kurz hoch. Ja, aua, danke. Oh, hier ist falsch. Ja, machen wir's. Ah, was ist das denn jetzt? Warum bin ich abgerutscht? Ah, Hilfe. So, machen wir's. So ist deutlich einfacher. Und jetzt sind wir ganz oben. Und hier ist nämlich der Weg zur Weide. So, wir könnten da jetzt rein. Ach, das hier gehört zum stillen Wald dazu. Das ist ja interessant. Ich glaube, ich gehe auch rein, in der Hoffnung, dass da vielleicht ein Dingens ist. Portal. Als das Ende näher rückte, führten alle Pfade zur Geisterweide. Ja, Gumo und Naru sind auch noch am Start. Und hier sind wir, das Ende der Weide. Da oben ist es. Das ist nochmal so ein kleiner Finalbereich quasi, aber jetzt, wie gesagt, stellt sich mir die große Frage, ist hier noch ein Portal? Es sieht nicht so aus, als wäre hier... Ah, was ist zum Teufel, okay. Nee. Ich glaube, hier ist kein Portal. Dann lassen wir das auch erstmal. Dann kümmern wir uns jetzt als allererstes, bevor wir irgendwas machen, mal um unsere Quest, die Hand-zu-Hand-Quest, die wir schon viel zu lange offen haben. Jetzt, Freunde, beginnt das Backtracking. Und das wollen wir natürlich hier durchkriegen. Wo ist denn die Hand-zu-Hand-Quest überhaupt? Das ist Wiederaufbau der Lichtung. Der letzte Samen, den habe ich auch noch nicht. Wo ist halt die Hand-zu-Hand-Quest? Wo ist sie? Wiederaufbau der Lichtung. Ach, da oben. Von Hand-zu-Hand. Die markieren wir. Ah, ne. Warte. Ne. Nein. Lass es. Ich will die Hand-zu-Hand-Quest gerne markieren, du Arsch. So. So. Wir haben einen netten Hut bekommen beim letzten Mal. Und der muss hier abgegeben werden, glaube ich. Oh, hallo. Das ist ein sehr schöner Hut, den du da hast. Darf ich ihn haben? Das Sonnenlicht hier auf der Lichtung ist zu grell für mich. Ich gebe dir diese leere Laterne dafür. Meine Zeit in der Dunkelheit sind vorüber. Okay. Jetzt beginnt meine Zeit im Schatten. Ich dachte schon, ich hätte einen Lesefehler oder so, aber nee. Laterne. So. Laterne. Finde jemanden, der Licht braucht. Das wird hier sein. Und zwar müssen wir uns tatsächlich nach da oben porten, aber okay. Wir gehen mal wieder in die, wie heißen sie, Mitternachtshöhlen oder war das Ori 1? Ich hab schon wieder alles vergessen, echt. Ich bin einfach lost. Wie hießen sie denn noch? Die Schimmelwaldtiefen. So. Da haben wir nämlich hier den Moki, der gerne etwas Licht braucht. Na, lässt du mich wohl in Ruhe? Gehe ich jetzt rechts oder links? Ich gehe links. Bom-ba-dom. Hallo. Moin. Hallo, lieber Geist. Hast du da etwa eine leere Laterne? Damit kann ich die Glühwürmchen fangen und wieder nach Hause gehen. Hier, dafür kannst du das haben. Es ist war sehr schwierig zu kriegen und es ist klebrig. Danke. Schimmelwaldseide. Okay. Finde jemanden... Was? Was stand da? Finde jemanden... der einen Faden braucht. Ja, das ist unser Angler im den Luma-See, bei den Luma-Seen. Luma-Seen oder Luman-Seen? Luma-Seen, danke. Wieder fast vergessen. Nein, die Luma-Seen. Wie die Lumas aus Mario Galaxy. Einfach zu merken. Ich weiß nicht, warum ich es einfach nicht hinkriegen will. So, der Kollege müsste doch hier sein, ne? Du bist das doch. Hallo. Moment, ist das ein Faden? Wo hast du den denn gefunden? Daraus könnte ich ein Netz für den besten Fischer-Moki machen. Ich gebe dir dafür das hier. Das ist das altes Fernglas meines Vaters. Keine Sorge, er wird es nicht brauchen. Er segelt nicht mehr, er schläft und isst nur noch eine Menge. Darum brauche ich ja ein Netz. Okay, ich danke dir.
Es wurde aus feingraviertem Holz geschliffen und aus Kristallen gefertigt. Finde jemanden, der ein Fernrohr braucht. Damit geht's jetzt wieder hierhin. Denn der eine Bro, der unseren Spielstand trackt, der freut sich bestimmt, wenn er ein Fernglas hat. Dann muss er nicht mehr so weit reisen, um uns zu beobachten. Hallo. Hier bin ich. Motel. Sieh mal einer an. Ist das ein Fernrohr? Sonst könnte ich gut gebrauchen. Dann müsste ich die nicht mehr so dicht auffolgen. Nicht, dass ich dir folge überall hin. Hier, nimm diese Feldflasche. Sie ist mit köstlichem Wasser gefüllt. Zwei in einem also. Okay. Aus feinem Leder und gefüllt mit frischem Wasser. Bin jemand, der Durst hat? Ja, es gibt nur einen Ort, wo Leute Durst haben und das ist die Wüste. Komme ich jetzt von rechts oder komme ich jetzt von links? Ich glaube, ich komme von rechts. Okay. Hallo, hallo. Ich bin hier, um euren Durst zu stillen. Dazu muss ich hier runter. Aua. So, jetzt darf ich mich nur nicht verirren hier. Immer schön nach rechts. Muss ich jetzt hier hoch? Ja. Gott sei Dank. Ah, können wir starten? Da ist das Ganze etwas einfacher. Neun. Reisender. Sehe ich da etwa eine Feldflasche? Eine volle Feldflasche? Wäre es vielleicht möglich, einem armen Meerstreifen und Gorlek etwas davon abzugeben? Danke. Wäre eine Schande gewesen, dem Verfall zu entkommen. Nur um dann zu verdursten. Hier, dafür kannst du diese Steintafel haben. Ich habe sie bei den Ruinen gefunden. Sie ist bestimmt wichtig. Kartensteinfragment. Es sind feine Linien und exotische Symbole in ihn gemeißelt. Finde den alten Kartenstein. Den haben wir schon gefunden. Ganz entspannt. Der ist hier. Dieser Kartenstein ist nämlich ein besonderer Kartenstein. Wie schon gesagt, es ist der einzige in diesem Spiel. In einem anderen Spiel waren die ja dafür da, um die Karte aufzudecken. Da ist ja Lupo jetzt für da. Das heißt, dieser Kartenstein ist was ganz, ganz, ganz Besonderes. Und der deckt natürlich auch etwas auf. Alle Geheimnisse wurden auf deiner Karte markiert. Ja, jetzt sind wir wirklich bereit. Ja. Ah ja, von Hand zu Hand ist abgeschlossen, Freunde. Nice. Und jetzt sind wir wirklich bereit fürs Backtracking, denn jetzt haben wir wirklich alles, was wir brauchen. Und wir fangen... Ja, hier ist das ist jetzt natürlich das Ende der Weide, ne? Da kommen wir jetzt natürlich noch nicht hin. Da ist tatsächlich noch ein Rennen. Okay. Ich würde sagen, wir fangen ganz links an. Bei den Luma-Seen. Und arbeiten uns dann chronologisch einfach von links nach rechts durch. Damit wir auch nichts übersehen. Also die Folge wird eine entspannte Folge. Eine Backtracking-Folge. Und hier haben wir auch schon die erste Sache zum Backtracken. Ich suche ein Gorlek-Erz. Haben wir das hier? Hier unten, ne? Da ist das Gorlek-Erz. Aber da ist der Baumstamm im Weg. Kommen wir von hier dahin? Ja. Das sieht mir richtig aus hier. Das war knapp, aber wir haben es geschafft. Dann gehen wir mal wieder raus hier. Vielen Dank. Da ist auch noch ein Geisterlicht drin. Interessant. Und da ist auch noch, sind auch noch ganz viele Geisterlichter in Wänden drin. Was ist das denn? Ist das ein Samen? Ach, das ist bestimmt der letzte Samen. Kann das sein?
kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Ich weiß es nicht. Nee, Leute, haut mal ab hier. Ich hab keine Zeit für euch. Ich muss backtracken. Boah, schaut euch an, wie viel Geisterlicht wir haben. Ja, gehen wir mal hier weiter. Diese Sackgasse... Hä, hier sind wir nie durchgegangen? What? Ja, jetzt bin ich verwirrt. Hier müssen wir doch durchgekommen sein. So, hier oben ist auf jeden Fall noch was. Aber wohl nicht von hier. Es ist immer schwierig zu sehen, von wo man da jetzt rein muss. Wir starten mal. Einmal nach hier oben starten, bitte. Dann muss es ja hier sein. Ja, hier ist Sand. Ja, ja. Ich bin maximal verwirrt gerade. Es muss doch hier sein, oder? Hier? Nee. Ja, hier ist doch noch was. Ja, irgendwas ist hier aber auch noch. Aber da ist zu. Ist hier zu. So. So, hallo, Geisterlicht. Ah. Okay. Das erklärt aber immer noch nicht das Geisterlicht hier drüben. Ach! Einfach den Stein zerstören mit dem Bro. Okay. Und das war gar nicht mal so auffällig, weil der nicht lila geleuchtet hat. So, dann haben wir noch den Samen und dann sind die Luma-Seen fertig. So wie es aussieht. Ich kann nicht glauben, dass ich hier einen Samen übersehen habe. Einfach so hier in so einer Einkerbung. Ja. Der mysteriöse Samen. Na schön. Ja, dann wollen wir doch die Mission auch mal beenden. Denn schon, ne? Aufforstung der Lichtung. Und da machen wir außerhalb der Luma-Seen gleich weiter. Der letzte Samen für die Lichtung. Moin, moin. Klebrige Angelegenheit. Es überrascht mich nicht, dass du diesen Samen in so weiter Ferne entdeckt hast. Schau, wie klebrig er ist. Grassamen haften sich an Reisende, um frische Erde zu finden. Ah, dann fangen wir an. So, jetzt können wir uns nämlich hier überall auch dran kleben. In meiner Jugend habe ich einmal meinen Bruder im Schlaf mit Grashalmen bestreut. Ich habe ihre Klebrigkeit unterschätzt. Meine arme Mutter verbrachte Stunden damit, sie wieder zu entfernen. Diese Lichtung wurde zu meiner Zuflucht, als ich meinen alten Garten dem Eis überlassen musste. Doch der Garten war klein und abgeschieden. Niemand außer mir konnte sich an ihm erfreuen. Jetzt erblüht ein neuer Garten auf der Lichtung und ich habe ein neues Zuhause gefunden. Danke, Geist. Gerne. Eine weitere Sidequest ist abgeschlossen. Gorlek-Erz haben wir gerade. Können wir noch was Neues bauen mit unserem Gorlek-Erz? Ja. Ja, können wir. Wir haben 30 von 40. Das heißt, das vorletzte Ding könnte gebaut werden jetzt. Der ganze Wald spricht davon, dass das Licht wieder ganz ist. Das wärmt mir das Herz zu wissen, dass die Ruinen meiner Heimat ihren Zweck erfüllt haben. Nun geh, Geist. Die Weide wartet schon sehr lange auf die Rückkehr des Lichts. So. Neue Höhlen. Nee, Höhen. Baumhäuser scheinen bei dem Moki beliebt zu sein. Wie wäre es, wenn wir noch ein paar davon bauen? Machen wir. Fertig. Es fühlt sich großartig an, wieder was zu bauen, Geist. Ja. Und ich nehme auch mal an, dass sich dann hier Geisterlicht und so drin befinden wird. Aber ganz ehrlich, das machen wir dann, wenn wir hier sind. Erstmal gucken. Luma sehen 100%. Das freut mich. Dann machen wir doch mal beim Brunnenquell, würde ich sagen, weiter. Ja. Oder beim Tintenmoor. Nee.
Oh, den Brunnenquell als nächstes. So. Brunnenquell. Du wirst als nächstes gefinished. Ja, lange her, dass wir hier waren. Aber ich habe es nicht vergessen. Vielleicht habe ich die Namen einiger Leute und Orte vergessen, aber bestimmt nicht, wie es hier ausgesehen hat. Okay. Irgendwo in der Wand befindet sich Geisterlicht. Ah ja, vielleicht schon hier. Das haben wir. Dann haben wir hier noch ein Gorlek-Erz. Dann holen wir uns das auch mal. Ach du Scheiße, jetzt muss ich das erst suchen, ne? Okay. Okay. Na, ist ja egal. Gehen wir mal einmal alle durch. Schadet ja nicht. Wo kommen wir hier raus? Ah ja. Na, guck. Ah, Moment. Ne, okay, hier ist nichts. Das sah so aus. Okay, das war dieses riesige... Ja, ja, das ist hier dieses riesige Ding, das sich dreht ständig. Ah. Na, ärgerlich, dass wir da was übersehen haben. Das ist natürlich ein... Oh, oh, okay, okay, okay. Ah, schwerwiegender Weg, den wir hier gehen müssen. Aber ich glaube, wir sind richtig hier. Ja. Das war sehr knapp. Da oben. Da oben. Noch mehr Gorlek-Erz. So, und jetzt frage ich mich, machen wir die faule Variante oder machen wir die coole Variante? Ne, ich mache die faule Variante. Ich tippe mich einfach, wieder zum Start. Ich bin ein Faulpelz und ein Angsthase, das wisst ihr doch. So, und als nächstes geht's hier links. Boah, gut, dass wir starten können. Und starten kostet auch keine Energie, das ist echt crazy. So, und hier haben wir auch noch etwas. Ein wenig Geisterlicht haben wir übersehen. Irgendwo hier. Ja, in dem Wasser wahrscheinlich. Ja, ach, hier brauchen wir... Ach du Scheiße, okay. Achso. Ja, nichts leichter als das. Nichts leichter als das. So. Brunnenquell 97%. Gehört das hier noch zum Brunnenquell? Ja, dann ist das das Geisterlicht, das noch fehlt. Das dürfte ja dann auch direkt hier vor der Nase gleich sein. Wenn wir hier rausgehen. Dann sind wir doch jetzt hier ganz unten. Naja, perfekt. Perfekt. Hm, aber das muss man wahrscheinlich... Das hier sind schon wieder die Luma-Seen. Okay. Dann muss man das vielleicht doch nicht von der anderen Seite holen. Ah. Es ist schwierig zu sagen, wie man an die Sachen halt rankommt. Ne? Man weiß, wo sie sind. Aber das nimmt einem halt nicht die komplette Challenge. Das ist eigentlich auch ganz cool. Gehe ich doch mal hier gucken. Ach, hier. Ja. Ganz entspannt. Und damit ist der Brunnenquell auch zu 100% abgeschlossen. Ja, schon krass. Es geht schon recht schnell. Das Tintenmoor, die Mitternachtshöhlen. Ach, hier sind die Mitternachtshöhlen, aber die haben wir schon. Dann TP'en wir uns mal zum Tintenmoor als nächstes. Komm, machen wir das Tintenmoor noch. Machen wir das noch. Wir wollen ja mal nicht so sein. Was zählt denn hier noch als Tintenmoor? Oh Gott. Okay, hier zählt noch einiges als Tintenmoor. Okay, das Tintenmoor ist groß. Fuck. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal links lang, würde ich sagen. Zu den beiden Sachen, die wir da links übersehen haben. Und vielleicht machen wir das Tintenmoor dann doch nicht in den Part.
Oh, ich erinnere mich an die Stelle hier. Hier waren wir ganz am Anfang und sie haben es hier nicht geschafft, irgendwo lang zu kommen. So, und jetzt können wir hier runter. Wir haben ja alle Fähigkeiten, dann dürfte das hier kein Problem sein. Ja. Aua. Aber das Borleck-Erz ist leider auf der anderen Seite. Muss man einmal rüber starten. Dann ist da unten noch etwas geisterlich. Ja, muss immer wieder gucken, ob ich hier richtig. Oh, ob ich hier richtig bin. Jetzt hier links. Oh, wie süß. Schaut euch das mal an. Was für mickrige kleine Challenges für Leute, die einfach noch nicht weit sind im Game. Oh. Okay. Ah ja. Einfach schnell sein. Cocky sein lohnt sich mal wieder. 90% haben wir im Tintenmoor. Ja, hier müssen wir uns gleich nochmal hintippen, aber da ist noch ein Geisterlicht direkt beim Spawn. Das schnappen wir uns auch noch. Dich kriege ich auch noch. Ja, einmal hier hoch. Ja, nicht zu weit. Und einmal hier rein. Sehr schön. Und das hier ist wohl auch noch Tintenmoor. Du bist auch noch Tintenmoor? Okay, dann. Ja. Ja, dann müssen wir jetzt eigentlich den Weg hier oben rum nochmal gehen. Sonst kommen wir da ja nicht dran. Und diesmal wird kein Bug unsere 100% verhindern, so wie bei Blind Forest Let's Play. Immer noch Omega Lost, dass das passiert ist. So, hier bin ich richtig. Einmal hoch. Und einmal hier lang. Muss ich da hoch? Nein, muss ich nicht. Ich muss ganz einfach einmal bitte zerstören. Und habe eine Lebenszelle vervollständigt. Sehr gut. 94% im Tintenmoor. Uns fehlt noch ein Geisterlicht, eine Energiezelle, ein Golek. Ja, nee, ein Splitter ist das sogar. Ein Splitter. Ich glaube übrigens, man kann nicht mehr als 9999 Geisterlicht haben. Gleich haben wir ein Problem. Ah, schön. Schön, diese Mucke noch einmal hören zu können, bevor das Spiel bald endet. So, jetzt haben wir es schon. Und jetzt... Ich spawn mich nochmal dahin. Ich habe jetzt keinen Bock, den ganzen Weg noch hoch zu springen. Lieber als einfacher nach unten zu kommen in dem Spiel als nach oben. Muss man ja einfach sagen. Hallo. Ja, die Brunkel-Lichtung machen wir übrigens als letztes, würde ich sagen. Denn da müssen wir natürlich alles auch kaufen und so. Das lohnt sich nicht, da jetzt gleich noch Sachen zu suchen. Die skippen wir dann in unserem Run. Bis wir alles haben. Es ist ja auch nicht so viel. Muss man ja sagen. Hallöchen. Mal. Ah, Hilfe. Nee, hier ist falsch. Einmal unten lang, please. Hier gab es irgendeine Fähigkeit, von der ich nicht weiß, welche es ist. Und hier. Einfach so hier drin befindet sich. Ein Geistersplitter. Rücksichtslosigkeit. Du verursachst und erleidest mehr Schaden. Nee. Das will ich jetzt nicht, aber das lässt sich aufwerten, immerhin. So, gehen wir mal hier hoch. Dann starten wir mal hoch. Und dann sind wir gleich da. Da oben. Da oben sind wir richtig.
Eine halbe Energiezelle haben wir. Und das Tintenmoor ist wunderschön. Komplettiert. Ja, und ich denke, wir wissen, wo es als nächstes hingehen wird. Bausspitze ist unser nächster Ort, der besucht wird. Aber das natürlich erst im nächsten Part. Also lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht zu kommentieren, zu favorisieren und zu abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder hier bei Ori and the Will of the Wisps, wenn wir unser Backtracking beenden werden. Ich bin der Nike, bis dann und ciao, ciao.